Ein leidiges Thema seit ein paar Jahren sind invasive Neophyten. Die wachsen vor allem dort, wo man nicht schon früh mähen, also auf Biodiversitätsflächen, Weiden und Büschungen. Bauern sind gemäss ökologischem Leistungsnachweis dazu verpflichtet, sie zu bekämpfen. Das bedeutet immer einen Haufen Handarbeit. Neophyten sind Pflanzen, die ursprünglich für ihre Gärten importiert worden sind, weil sie unkompliziert und hübsch sind. Von dort haben sie sich unbremst in der übrigen Landschaft verbreitet und die einheimischen Arten verdrängen. Das einjährige Berufkraut ist einer der bekanntesten Neophyten bei uns. Ich versuche es damit auszureissen, bevor es blüht. Das da habe ich anscheinend übersehen. Die kanadische Goldrute ist noch nicht am Blühen. Sie wächst gerne am Bahndamm und am Bachbord. Um die Plage einzudämmen, ist es wichtig, dass auch die Bevölkerung, der Kanton und die öffentlichen Institutionen ihren Beitrag zur Bekämpfung leisten können.